Mit deiner Körpersprache und deiner Kleidung demonstrierst du Macht nach außen hin. Das weiß auch die Mafia, denn ein gediegenes und auf den Punkt getuntes Image, das schreit den Leuten förmlich ins Gesicht, dass du einer bist, mit dem nicht zu spaßen ist und der tun wird, was er ankündigt. Capone, oder auch Scarface genannt, war ein Meister des stilvollen Auftrittes. Er wusste, was er wann zu tragen hat, hatte ein ganzes Heer an Stilisten, importierte feinste Seide aus Italien für seine 500-Dollar-Anzüge, heute 8.000 Dollar, und er gab sogar Fotografen detaillierte Anweisungen, wie sie ihn zu fotografieren hatten, nämlich immer schön von der rechten Seite, sodass niemand seine Narbe sieht. Kleidete sich der eigentlich körperlich eher unfitte Capone so, weil er Lust dazu hatte, oder er vielleicht einfach nur ein selbstverliebter Gockel war? Natürlich nicht. Der Mann wusste, welche Wirkung ein imposantes Äußeres hat, wie wichtig hier die Liebe zum Detail ist und dass man es sich als Machtmensch nicht leisten kann, in zweitklassigem Tuch aufzutreten. Dieses Zitat hier sagt alles aus. Machtmänner beherrschen Stil und Etikette. Sie sind sicher nicht jedermanns Liebling und sie hinterlassen auf allen Ebenen einen bleibenden Eindruck. Wenn du einer bist, der früh am Morgen das Erstbeste aus seinem Schrank nimmt, was ihm da entgegenfällt, wenn du dich als 20, 30 oder 40-Jähriger kleidest wie ein 12-Jähriger, na, dann lässt du halt haufenweise Respekt liegen. Und ein Macht- und Qualitätsmann wie Capone, der würde sich von dir nicht mal die Schuhe putzen lassen, geschweige denn, dass er Geschäfte mit dir machen würde. Al Capone war aber nicht der Einzige, der um die Wirkung eines bestechenden Äußeren wusste. Ein weiterer Vertreter war Frank Costello, der im famosen Godfather-Epos als Vito Corleone interpretiert wurde. Costello war, wie es heißt, der geborene Boss schlechthin. Unerbittlich sowie radikal fair in seinen Methoden und ein Genie in der Überzeugungsarbeit, speziell bei Verhandlungen, was sich nicht zuletzt in seiner Garderobe widerspiegelte. Naja, eigentlich verhandelte nur er und sein Gegenüber hörte zu und nickte ab. Wahrscheinlich genau deshalb war Costello auch der erfolgreichste Mobster von allen. Der Mann überlebte nicht nur Gangkriege und haufenweise Polizeiinvestigationen, sondern auch einen Kopfschuss. Er selbst trug dabei nie eine Waffe und er starb als freier Mann im Alter von 82 Jahren. Bei allen Mythen und Pauschalisierungen, die seitens Hollywood veröffentlicht werden, darf man eines nicht vergessen. Die Grenzen zwischen Staat, Unterhaltungsindustrie und mafiösen Vereinigungen verschwimmen recht schnell. Nämlich dann, wenn eine vorher nicht staatliche Institution immer mehr an Macht gewinnt und Stück für Stück gesellschaftlich legitimiert wird. Dass beispielsweise der große Frank Sinatra enge Verbindungen zur Mafia pflegte, gilt als eine gesicherte Annahme. Diese Institutionen üben nicht zuletzt deshalb so viel Anziehung auf uns aus, weil sie nichts anderes verkörpern als das ewige gültige Konzept vom Recht des Stärkeren. Sobald etwas oder jemand stark wird, wird er zur Autorität, welche naturgemäß anziehender wirkt als ein mittelloser Schwächling ohne jede Selbstbestimmung.